Hallo liebe Community und willkommen bei Beavers Playtime zur zweiten Folge von The Burrow XCOM. Ja, wir sind genau da, wo wir gestern aufgehört haben, stehen vor dem Panzer, rauchen gemütlich eine Zigarette, betrachten das schöne Lagerfeuer, die schönen Einschusslöcher. Ja, wir werden auch direkt weitergehen, damit wir schnellstmöglich an die Stelle kommen, an der wir noch nicht waren. Deckung und günstige Positionen sichern ihre Agenten und eröffnen Chancen zum Angriff. Sie können Befehlsabfolgen für sie erstellen, etwa vorzurücken und auf ungedeckte Gegner zu feuern. Nutzen sie Gelegenheiten und agieren sie effektiv. Das Kampfgebiet ist ihr Verbündeter, wenn sie es geschickt nutzen. Jo. Das bleibt. Vorsicht! Da ist so eine Art MG-Nest. Ich sehe sie. Moment. Ich habe eine Idee. Das wollen wir mal tun. So, du bewegst dich. Los, da in Deckung. Dahin. Setze mich in Bewegung. Und schießt dann auf los, dieses Ding. Die geben nicht nach. Verstärkung! Kreuzfeuer einrichten. Sie haben die Position abgeriegelt. Verflucht! Was sind das für kleine Mistkerle? Das klären wir, wenn sie tot sind. Heilung aktiviert. So, und dann werde ich mal alle heilen, dass die auch schnell möglich alle wieder gesund sind. Sie müssen auf sich aufpassen. Den haben wir erwischt. Sie kommen näher. Befehle? Alles in Ordnung, Carter? Wo sind sie denn? Stehe unter Feuer! Den haben wir erwischt! Und den haben wir auch erwischt. Sie sind tot. Los, jawohl, haben wir sie alle erwischt. Jawohl. Müssen wir die Waffe nachladen? Und Tür öffnen. Da liegt was Interessantes. Pistolenmunition haben wir. Perfekt. Oh, das Gebäude sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Hier durch. Das Lager ist gleich davor. Und was haben wir hier? Oh, da liegen schöne. Alter Schwede, das ist auch echt übel. Verdammt, das war knapp. War das ein Blindgänger? Nein, was immer es war, es sollte nicht explodieren.
Was ist das? Wir warten lieber nicht, bis wir es erfahren. Der Frachtaufzug ist hier drin. Achtung, Carter! Sie sind hier. Soll ich sie ausschalten? Darüber. Marschiere los. Geht ihm an den Kragen. Großer Gott! Holen Sie den Aufzug. Er bringt uns nach unten zu Direktor Fork. Okay, das ging diesmal sehr schnell als sonst immer, aber... Drücken Sie den Knopf und holen Sie den Aufzug. Wer weiß, wann noch mehr von denen auftauchen. Soll mir nur recht sein, dass das schnell ging. Granaten, Munition... Oh, da ist eine Schrotflinte. Nee, die Schrotflinte nehme ich nicht. Ich nehme... Großer Gott, wie viele sind das denn noch? Ammunition, Munition ist voll, okay. So, Aufzug gerufen. Los, schnell! Ich sehe ein paar von den Bastarden. Dahin. Rücke auf Position vor. Nutzen Sie Ihre Tarnung. Haben Sie gehört? Sie sind draußen. Schnell in Deckung. Wo soll ich hin, Carter? Feuer eröffnet! Los, los, los! Batsch, da flog er weg. Er ist da, putzen Sie sie weg! Weiter. Das reicht. Ab nach unten. Die größeren Dinger, die sind anders. Oh ja. Ich glaube, die geben die Befehle. Das sind sie. Die anderen sind bloß einfache Soldaten. Großer Gott, nichts wie raus hier. Los, kommen Sie. Und dann fahren wir mit dem Aufzug mal nach unten. Woher wissen wir, ob Direktor Fork noch lebt? Der Alte ist zäh wie Leder. Kinney und Weaver passen auf ihn auf. Ja, aber wer weiß, ob man ihnen trauen kann. Die beiden waren von Anfang an dabei. Wenn jemand loyal zu Fork steht, dann sie. Mhm. Was sind das für Dinger? Großer Gott! Meine Fresse! Armer Teufel. Ich bin bereit. Wir hatten keinerlei Chance. Wir müssen vor denen bei Direktor Fork sein. Oh ja. Mit Loyalität hat das nichts zu tun. Kurz vor dem Angriff ist eine von unseren Leuten auf mich losgegangen. Eine von uns? Ich glaube, sie war mit irgendwas infiziert. Ihre Augen wurden schwarz. Sie hat mich angeschossen und wollte den Koffer, den ich bei mir hatte. Sie hat sie angeschossen? Ja. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Das, was in dem Koffer war, hat sie getötet. Und mir mein verdammtes Leben gerettet. Und wo finden wir ihn? Das Illyrium-Labor ist gleich davon. Was ist Illyrium? Ich glaube, Sie sind nicht befugt,
Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Das ist wohl richtig. Stimmt. Tja, wir sind vor einigen Jahren drauf gestoßen. Bald stellte sich raus, dass es sich um ein außerirdisches Element handelt. Eine Art Weltraumgestein. Ist wohl kaum ein Zufall, dass diese Outsider das einzige Illyrium-Labor auf der Erde angreifen. Das ist wohl auch richtig. Sie da! Stopp! Zurück, Soldat. Agent Nils, schön, dass Sie noch leben. Agent Carter, wir müssen reden. Dann tun wir das doch. Richtig. William Carter, Agent Second Class CIA, meldet sich wie befohlen. Kriege ich jetzt ein paar Antworten? Sie sollten ein Artefakt abliefern. Haben Sie es dabei? Na. Es wurde im Kampf zerstört, Sir. Ich wäre tot, wenn es mich nicht irgendwie geheilt hätte. Interessant. Wenn wir heil hier rauskommen, wird mein Team Sie testen wollen. Sir, bei allem Respekt, mein Einsatz hier ist zeitlich begrenzt. Unter diesen Umständen sollte ich sofort mit Director Frost sprechen. Wir nehmen an, der Direktor der Central Intelligence ist tot. Bedauere, Carter, aber die Vorschriften sind klar. Sie unterstehen jetzt mir. Die sind doch nicht nur hier. Schwer zu sagen. Die Fernkommunikation ist landesweit gestört. Ich gehe davon aus, dass es auch Washington erwischt hat. Mein Gott. Vorerst müssen wir das Schlimmste vermuten. Oh ja. Wissen wir irgendwas über die Dinger? Es gab zwar Theorien über diese Outsider, aber das war der erste gesicherte Kontakt. Und der lief ja großartig. Wir hatten uns von dem Artefakt, das sie verloren haben, Aufklärung erhofft. Aber an Studienobjekten mangelt es uns jetzt nicht. Ich will nur eines wissen, wie man sie los wird. Geht mir genauso, Carter. Warum greifen die uns an? Es gibt viele Theorien, aber keine Antworten. Vielleicht stammen sie vom Mond und wollen nicht, dass wir dort aufkreuzen. Dies ist wohl kaum ein geeigneter Zeitpunkt für Witze. Oh ja, Witze, sie kommt vom Mond. Hier können wir nicht bleiben. Erstmal verschwinden wir von hier. Dann planen wir den Gegenschlag. Wird schwer genug, heil hier rauszukommen. Ich muss noch die Forschungsresultate sichern. Ohne die haben wir keine Chance. Sie, Nils und Kinney holen die Kommandanten im Strategiezentrum ab. Wir treffen uns am Bahnsteig. Verstanden. Ja, das war ja einiges an interessanten Informationen, die wir da gekriegt haben. Agent Carter, sehr erfreut Sie. Sparen Sie sich das, bis wir hier raus sind, Agent. Kinney, was ist mit Agent Weaver? Sie ist vorhin in Richtung Strategiezentrum weiter. Keine Ahnung, ob sie es geschafft hat. Sie taucht schon auf. Tut sie immer. Das war knapp. Das war wirklich knapp, ja. Ah, das sieht alles nicht gut aus hier. Da unten im Labor. Was machen die da? Keine Ahnung, ist doch egal. Gehen Sie in Position, solange Sie abgelenkt sind. Oh ja, das werden wir tun. Ja, so ist das. So, liebe Community, bevor wir jetzt mit dieser Schlacht gegen die Außerirdischen beginnen, machen wir an dieser Stelle einen Break und wir sehen uns morgen wieder zur dritten Folge von The Burrow hier bei Beavers Playtime. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, ich bin raus, sag Servus und bis dann.